Hallo zusammen, mit euch ist es Natalia. Heute mal keine Rettungsaktion, kein Pflegefall, sondern zwei wundervolle Pflanzen. Hier habe ich Bronzebude. Diese Pflanze habe ich ungefähr 2 Jahre. Ist nur noch eine Knospe, dann ist er soweit, hat er dann alle Knospen aufgemacht. Was er jetzt erstmal vorhatte zu aufmachen. Er hat zwar hier noch eine Blütenableger gehabt, aber hier hat er dann die Knospe abgetrocknet. Hier weiß ich noch nicht, ob da was kommt. Und hier vorne ist auch noch mal was. Aber ob das dann, wenn die alle Blüten auf sind, vielleicht kann es sein, dass er dann genug Kraft hat, um das weiterzumachen. Das ist eine schöne Pflanze. Hat bei mir noch kein einziges Blatt verloren. Deswegen sind diese hier aber ganz schön alt, die Blätter, aber die hält er noch. Da ist noch ein ganz kleiner von dem, als es noch eine Jungpflanze war, sage ich jetzt mal. Diese Blätter sieht man, die hat er schon bei mir gemacht. Diese weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, der hat schon sehr oft geblüht und hier hat er ja so eine Art Kindel, aber da passiert nichts mehr. So, schauen wir mal, wie lange ich den habe. 1.2.22. Ja, werden jetzt dann 2 Jahre. Der hat wundervolle Wurzeln. Den müsste ich umpflanzen, aber der blüht immer. Der blüht bei mir immer. Mal gucken, ob jetzt, wenn diese Blüte einigermaßen vorbei ist, dass ich den dann ja, umtopfe. Der hat da keinen Platz mehr. Das ist alles proppenvoll mit Wurzeln. Und dann möchte ich auch, das ist jetzt ein Übertopf. Es gibt aber für diesen Übertopf noch einen Innentopf. Und dann möchte ich das da rein umpflanzen oder eine Größe vielleicht schon. Mal gucken, wie die Wurzeln so da sind. Wie gesagt, sonst ist es eine kompakte Pflanze. Die nimmt nicht so viel Platz auf der Fensterbank. Die Blüte ist, ich weiß jetzt nicht, 4 Zentimeter vielleicht oder 5, 4 wahrscheinlich. Ja, und er duftet wunderbar. Also jetzt ist draußen keine Sonne da. Ich rieche mal dran. Und er riecht trotzdem. Also wenn er Sonne abbekommt, dann riecht er ganz doll. Also aber angenehm doll, ne? So puderig, so parfümartig. Sehr schöne Pflanze. So sieht es von Weitem aus. Das ist keine große Pflanze, ne? Kleine Blüte. Er treibt meistens nie so viele Blüten auf einem Blütentrieb. Also hier sind zum Beispiel zwei, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Aber er hat viele Blütentriebe und dementsprechend entsteht dann so eine schöne Blütenwolke. Eine schöne Pflanze. Ist robust, ist unempfindlich. Trinkt mittelmäßig, also mag nicht, wenn es zu trocken ist, aber braucht auch nicht, was weiß ich, wie viel Wasser. Also normal weg. Ja, sehr schöne Pflanze. Wie gesagt, duftet schön. Ist eine Duftpflanze. Und die zweite, was ich hier stehen habe, ist Pirat Pekoté Pelorik. Also pelorisch. Den hatte ich zufällig in einem Discounter gesehen, dachte ich, oh, wunderschön, wunderbar, den nehme ich mit. Diese Saison hatte er einen Blütentrieb mit sechs Blüten. Das war ein neuer. Er hatte letztes Jahr zwei, einen hat er abgetrocknet und diesen habe ich leider, das war vom letzten Jahr, also vom letzten Blühen, ne? Der hatte einen, mit dem ich den gekauft habe. Und diesen hat er dann neu gebastelt. Den hatte ich leider beim Gießen abgebrochen. Und der hat da aber nichts mehr weitergemacht, keine neue Knospe aufgemacht, weil zwei hätte ich hier noch, hat er aber nicht. Dann hat er nur mit dem alten Blütentrieb geblüht nochmal. Also da hat er eine Knospe aufgemacht und nach dem Blühen hat er den abgetrocknet. Und das ist jetzt der neue
Blütentrieb, was er gebastelt hat. Ne, weiter will er nicht. Die letzte Knospe hat er, oder Blüte hat er vor zwei oder drei Tagen aufgemacht. Die verblassen mit der Zeit, aber kommt davon, wie viel Sonne drauf scheint. Also wenn mehr Sonne drauf scheint, dann verblasst er schneller. Und wenn er, ja, eher, also wie gesagt, keine pralle Sonne, aber bekommt also zumindest die Blüte, dann behält er ein bisschen länger die Farbe, aber er verblasst auf jeden Fall. Er wird dann, also diese ganzen Farben, die werden alles, alle blasser. Der blüht aber lange, deswegen diese Verblassung. Ja, mal schauen, wer dieses Mal blüht. Also die trockene Luft hat ihm nichts ausgemacht. Also was das angeht, ist er da unempfindlich anscheinend. Der hat keine einzige Knospe abgeworfen und ganz normal, regulär die nach und nach aufgemacht. Der hat eine kompakte Pflanze. Ja, also die Blätter sind nicht groß, braucht nicht so viel Platz, hat wunderbare Wurzeln. Ist auch schon, der Topf ist voll mit den Wurzeln, müsste ich, den habe ich auch bis jetzt noch nicht umgetopft. Moment, ich muss mal gucken, wie lange ich den habe. Den habe ich seit, ja, April 22. Ja, also auch bis jetzt noch nicht umgetopft. Müsste ich auch schon mal, weil der hat auch da keinen Platz mehr. Und als ich den gekauft habe, hatte er, Moment, ja, will er nicht. Da am Stamm könnt ihr sehen, so ein schwarzes Loch. Und das wurde, da war noch ein Blatt. Und dann fing dieser Blatt an zu vergilben, aber vom Stamm her. Also hier, Moment, ich zeige es euch nochmal. Da. Das Licht ist schlecht. Ja, da ist so ein schwarzes Loch, richtig. Und hier war noch ein Blatt. Und den hat er dann angefangen also abzuschmeißen, aber vom Stamm her. Und das ist ein Zeichen, da stimmt was nicht. Das war aber abgedeckt mit dem Blüten, mit dem Blatt. Ne? Also mit dem. Und dann habe ich das Blatt abgemacht und dann habe ich diesen schwarzes Loch gesehen. Das habe ich dann also mit dem Messer ein bisschen ausgekratzt, was feucht war. Das war auch so komisch feucht. Habe ich abgekratzt und gar nichts mehr gemacht. Einfach, dass da Luft dran kommt, dass es trocken wird. Und das wurde auch. Das wurde von alleine trocken. Klar habe ich das beobachtet. Ne? Da, jetzt könnt ihr das super sehen. Da, ne? Das ist dann von alleine trocken worden. Die Wurzel konnte wahrscheinlich nicht raus und bekam dann Feuchtigkeit wahrscheinlich noch ein bisschen in den Blattachse und dann fing es dann an zu faulen. Ja, aber es hat dann, wie gesagt, funktioniert mit dem selber abtrocknen. Die Pflanze hat das hinbekommen. Ja, und seitdem, klar, muss ich aufpassen, wenn ich sprühe und ich besprühe meine Orchideen ja immer wieder mal mit Hibiskussud oder Aloe Vera oder Gelbbaumsud, also irgendwas. Helfe ich immer wieder mal. Hier könnt ihr sehen, es sind keine Tripse oder sonstiges, keine Schädlinge. Es ist, der hatte auch Moment, zeige ich euch, so ein bisschen fleckige Blätter. Und dann habe ich vom Gelbbaum das Blatt genommen und die Tropfen da rausgedrückt, so 5 Tropfen. Und das immer wieder mal gemacht, also mehrere Tage. Und ja, weiß ich nicht, ob das was gebracht hat. Auf jeden Fall, es wird nicht mehr. Diese Flecken. Es kann sein, dass es einfach ein Mangel ist. Aber ich habe irgendwie mit auf mehreren Orchideen so komische Blätter. Ob das ein Virus ist oder ein Pilz, kann ich euch nicht sagen. Ich hoffe, das ist keins. Ich hoffe, dass es einfach ein Mangel ist. Vielleicht dünge ich die Pflanzen jetzt im Frühling mit gekauften Dünger ein, zweimal, weil sonst dünge ich nicht, sonst mache ich nur, wie gesagt, den Sud von Hibiskus, Aloe Vera, Gelbbaum. Vielleicht reicht das aber der Pflanze nicht. Ja, sonst, wie gesagt, hat das schöne Wurzeln und müsste ich umtopfen, dass ich diese Wurzeln mit ja, rein Pflanze.
Wunderschöne Pflanze. Die Blüten sind, wenn man hier unten guckt, 7 cm vielleicht. Also so mittlere Größe, nicht zu groß, nicht zu klein. Der duftet nicht. Also ich habe das noch nie gehört, dass es das Piratbekotee duftet. Und bei mir duftet er auch nicht. Also ich glaube, das ist eine Pflanze, die nicht duftet, soweit ich weiß. Hat diesen pelorischen, diese, das hier, ne? Der normale Piratbekotti, der hat wie sagt man dazu? Diese Ausprägungen, dieses hier, das steht auch so ein bisschen ab, das hat er nicht. Und das ist so eine veränderte Form, ne? Und manchmal ist es aber so, dass die nicht auf jeder Blüte ist, diese Veränderung, diese Mutation. Aber auf diesem hier ist es auf jeder Blüte und vorherige Blüte, was er bis jetzt hatte, war auch alle stabil, alle mit dieser Mutation. Sieht so ein bisschen aus, das sind dann die Augen, Nase, Maul, so wie ein Tierchen, finde ich. Ja. Die beiden wollte ich euch zeigen. Ach ja, da im Hintergrund habe ich eine Pflanze stehen. Wenn man das noch Pflanze nennen darf. Die habe ich von meinem Sohn gerettet. Die ist, ihr geht es gar nicht gut. Ich hoffe, die erholt sich. Ne, kaum Blätter mehr dran. Ich werde die dann im Frühjahr umpflanzen. Vielleicht das längste, dieses Stamm dann abschneiden. Also so dann irgendwie abschneiden, aber nur ein erst, dass er dann ja wieder grün unten bekommt. Ja, mal gucken. Es war eigentlich eine sehr schöne Palme, aber ja, wurde zur Tode gepflegt oder nicht gepflegt. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Die Tage werden jetzt länger. Frühling kommt auch bald. Ich freue mich drauf. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, das würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal.